Es ist uns eine Freude und eine Ehre, dass du, lieber Volodymyr, zusammen mit so vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern aus der gesamten Ukraine heute hier bist. In dem Video haben wir gerade gesehen, mit welchem Mut, mit welch unglaublichem Durchhaltevermögen Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern jeden Tag ihre Heimat verteidigen, ihrer Arbeit nachgehen. Züge fahren in Schulen, wird unterrichtet, in Krankenhäusern operiert, in Fabriken produziert, auf den Feldern Mais oder Getreide geerntet. Nicht im Normalbetrieb. Krieg kann und darf nie zur Normalität werden. Aber mit so viel Kraft und Ausdauer, dass es uns bewegt und Mut macht. Russland wird nicht durchkommen mit seinem imperialistischen Angriff. Die Ukraine geht den Weg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer für sich gewählt haben. Demokratisch, in Freiheit, in Europa. Diesen Weg gehen wir mit euch, lieber Volodymyr. Und deshalb arbeiten wir heute in Berlin weiter am Wiederaufbau einer starken, freien, europäischen Ukraine.